Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Briefkastenfolge. Wir starten wie gewohnt auf dem Friedhof. Wir fangen hier hinten mal an bei Sam Zorn. Das ist ein schwieriger Name, das beides zusammen auszusprechen. Und zwar haben wir hier Mieze, ich werde dich nie vergessen. Und Rondo ist auch von Sam Zorn. Du warst ein guter Freund. Hier musste ich den Text ein wenig kürzen, weil der einfach zu lang war, den du geschrieben hattest. Ich hoffe, das ist so okay für dich. Dann haben wir hier Lou von Anne Surmann. Das war ein Kaninchen. Und Max, leider musste ich dich gehen lassen. War ein weißes Shetty, glaube ich, ne? Von Cheyenne Hoppe. Dann haben wir hier Storm. Du warst mein Liebling von der Zeddy. Storm war ein Pferd hier auf dem Server. Dann haben wir Rocky von Thomas Schatz. Und Rocky ist erst vor kurzem verstorben. Es tut mir echt leid. Dann haben wir noch Lilly. Benny von Benny Schmidt. Auch ein Kaninchen. Und Nico, ein Hund von Leonie La. Dann haben wir noch Coco. Wieso bist du weggelaufen? Da musste ich auch den Text etwas kürzen. Das war auch zu lang. Von Joanna Bimmel. Und nochmal von Joanna Bimmel, und zwar Ajax, ich hätte dich nicht gehen lassen dürfen. So, das waren unsere Tierchen hier diesmal auf dem Friedhof. Der Rocky, der ist mir ganz arg ins Herz gegangen, als ich die Gräber gemacht habe. Das ist wirklich noch nicht lange her. Also ja, ganz, ganz dolles Beileid von mir. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir rüber ins Resort. Und zwar über unseren Homepunkt. So, da sind wir auch schon. Dann fangen wir hier mit dem Briefkasten an. Hier haben wir einen kleinen Keksnerschub von Country Girl. Das ist super. Die futtern wir ja gerne. Dann haben wir Akazienholz, rohes Hühnchen und rohes Schweinefleisch. Das ist für unseren Finn, für den Hund. Und 7 Smaragde. Ah ja. Okay, das ist schön. Leder, 10 Stück, die können wir immer gebrauchen. 2 Leinen, das ist wunderbar. Da hatten wir jetzt ja echt zu wenig, ne? Mit den Tieren hin und her ist das ganz praktisch, wenn wir ein paar mehr haben. Ein Namensschild, Namensschilder sind super, können wir gut gebrauchen. So, das lese ich nachher alleine. und das hier ist von Black Zeddy Girl. Hallo Mulenia, ich habe ein paar Sachen in die Spendenkiste gelegt. Diese sind 6 weiße Tulpen, eine Enderperle, 32 Schnee, 32 Dias, 6 Gold, 64 roter Sand, eine Leine für Malkondo. Da ist also die Frage beantwortet, ne? Wer die Leine gespendet hat für Malkondo. 39 Zuckerrohr, 16 Schwarzeichensetzlinge, ich glaube das heißt 5 Akaziensetzlinge und 32 Eisen. Und da ja das schwarze Pferd aus der Tierklappe verschwunden ist, ein neues schwarzes Pferd und ein schwarzer Hase. Und immer noch das schwarze Pferd soll Nero heißen. Ja, das muss ich mir jetzt mal eben schnell hier aufschreiben, denn das vergesse ich. Das vergesse ich mit Sicherheit. Nero. Sonst einfach nochmal dran erinnern. Und dann liebe Grüße, Black Girl Zeddy, aka Zeddy, aka Josie. Okay, vielen Dank. Dann machen wir das dahin und haben hier von Fem. Hallo Mulenia, ich wollte mich für alles hier bedanken. Ich habe auch ein paar Geschenke für dich. 10 Leder, ein Namensschild, 2 Leinen und außerdem noch 3 Hasen in der Tierklappe. Ich würde mich freuen, wenn du den Braun von ihnen Skoppel nennen könntest. Musst du aber nicht. Ich habe den Namen nämlich noch nicht auf der Tierliste. Skoppel. Das ist ja ein komischer Name. Vielleicht kannst du da nochmal erklären, wo der herkommt. Das ist ja schon so, brauner Hase. Okay. Und da wäre auch noch eine Frage. Warum kann man Kakaobohnen nicht verkaufen an Bankangestellte? Wenn du meinst, es wäre zu einfach, dann mach es doch wie bei mit den Melonen. Deine Fam. Ja, muss ich drüber nachdenken. Können wir vielleicht mit reinnehmen. Habe ich so überhaupt nicht dran gedacht an die Kakaobohnen. So, dann haben wir hier noch von, ich glaube, Whiskets, ne? Von Jenny, genau. Hallo, liebe Mulenia. Da du immer so fleißig baust und ganz viel Akazienholz verbrauchst,
dachte ich mir, rode ich meine Savanne für dich. Diese 10 Stacks sind für die nächsten Gebäude genauso das Schwarzholz zum Verzieren. Hoffe, du freust dich, Knuddel. Feste Drücks und du und Malkondo seid toll. Und ich freue mich immer, wenn wir zusammen spielen, eure Jenny. Vielen Dank. Liebe Molenia, hier noch Heuballen für dich. Und Backkartoffeln und Kuchen, damit du uns beim Bauen nicht verhungerst, knuffelt Jenny. Ah, vielen Dank, Jenny. Ganz lieb von dir. Okay, dann gehen wir nach unten zur Spendenkiste. Da ist auch wieder einiges zusammengekommen. Gehen wir da mal gucken. Ah, weiter Weg. So, da haben wir einen Haufen Akazienholz und einen Haufen Schwarzeichenholz von der Jenny. Dann haben wir die weißen Tulpen, eine Enderperle, den Schnee, Diamanten, Goldbarren, roter Sand, Zuckerrohr, Setzlinge, Eisenbarren, Akaziensetzlinge, Kürbiskuchen, Strohballen, Ofenkartoffeln, yam, 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 yam. Ja, vielen, vielen Dank, das war wieder einiges, was da zusammengekommen ist. Ich sortiere das jetzt gleich in die Kisten, aber ja, vorher sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.